Erste Stack ist fertig. Durchgerödelt. Ja, warten wir immer noch aufs Gold, so es aussieht. Bam, bam, bam. Wir müssen immerhin 23, 64 Cuttinger craften. Ne? ich glaube, wir fangen an mit 32, ne, damit wir in jedem Dings was drinnen haben. So, bla bla. Und da brauchen wir sicher einiges an Prozessoren. Ne? Bei einiges gleich noch sehr untertrieben ist. Aber es könnte noch ein wenig dauern. Vermutlich in der nächsten Aufnahme dann. Ach, sollten sie zumindest fertig sein. Wahrscheinlich habe ich sie dann platziert auch schon. Einfach um nebenbei hier schon Ressourcen zu farmen. So wie das auch sein soll. So. Nächstes Deck ist gleich fertig. Dann sollten auch wieder Goldings fertig sein. Jo. Genau. Okay, fehlt nur mehr eine Handvoll. Ich dachte, es wäre schon Nacht. Habe ich mich wohl getäuscht. Kann schon mal vorkommen. So, 4 Crafting-Dinge noch. Dann haben wir auch das Teil abgeschlossen. Ein Interface-Terminal können wir mal schauen. Sollten wir alles craften können. In unserer Anlage. Können wir. Sehr schön. Freut mich natürlich. Ne? Okay, da auch langsam vor. Ah ja, genau, da ist ja auch Autocrafting am Werken. Das habe ich ja total vergessen schon. Zack, stempeln und die nächste Partie dann. Das halt alles aktuell applied ist, macht sich nochmal den schneller. Ne? Das ist aber auch das Erste, was mit dem System lernen, sich selbst zu craften. Ne? Vermutlich zumindest. Meistens ist es so. Also man bringt das System erstmal dazu, sich selbst zu replizieren, mehr oder weniger. Ne? Gut, ich sehe, langsam wird die Zeit knapp. Das wird sich noch ausgehen. Das Interface-Terminal ist jedenfalls fertig. Aber nicht hier, sondern hier.
Machen wir Autocrafting rechts oder so. Sehr schön, da sehen wir alle, was an einem Molekularassembler dranhängen. In dem Fall 30. Was brauchen wir denn noch? Pattern Terminal. Den brauchen wir fürs Autocrafting auch. Machen wir erstmal das Crafting Terminal. In der Zwischenzeit sollte der Trottel da hinten fertig sein. Schaut gut aus. Wie schaut es hier aus? Dann nehmen wir auch mal wieder raus, bevor ich es vergesse. So, wo ist das letzte Teil? Wenn ich eins zu wenig requeste, dann hängt es mir sowieso gleich die Haare aus. So. Da ist er. Und damit ist die Autocrafting-Anlage vorerst mal fertig. Ach du Schande. Derzeitiger ME-Stromverbrauch 629 Redstone Flux pro Tick. Was Advanced wird schon reichen, um das hier am Laufen zu halten, ne? Tagsüber. Okidoki. Dann habe ich jetzt hier alles abgeschlossen, was ich abschließen wollte. Diese Aufnahme. Muss ich ehrlich sagen, freut mich. Freut mich wirklich, denn das heißt, es ist mal wirklich was weitergegangen. Fertig bereits, das kann durchaus sein. Yes. Auf geht's. Sehr schön. Das freut mich. Vermutlich werde ich morgen auch wieder aufnehmen, so der Plan zumindest. Wir werden sehen. Jo. Warum schickt er das Gold nach da hinten? Keine Ahnung. Die warten wir jetzt noch ab. Und dann starten wir noch den Großcrafting-Prozess an. Sehr schön, können wir da, gab es da nicht mal einen Crafting Monitor? Ah, da kann man sich die Crafting Static anschauen. Gut. Mit den 64er eigentlich noch was tun.
zwei 56er kann man machen. ...1024er, ich glaube, ich spinne. 4096er. Okay, 16k sind das höchste. Nein, wir machen 64er noch. Ja, und uns fehlt nichts an Ressourcen, ne? Wollte ich nur mal betonen, uns fehlt nichts. Für einen Crafting-Auftrag, der es wirklich in sich hat. Man sieht hier schon die Items rumschießen. Quartz wird geschmolzen. Ah, ja, ihr wisst schon, nicht geschmolzen, gefräst. Sand wird geschmolzen hier. Und das Crafting beginnt. 464 Quarz. 254 Sertus Quarz Dings, ne? Für das brauchen wir wahrscheinlich auch Sand. Ach du Schande. 284 printet Dingsbums. 219 printet von dem 853 Gold. 931 Silizium. Gut, dass wir Silizium ein wenig vorbereitet haben, ne? Das war eine gute Idee. Mir ist ziemlich egal, was wir produzieren, wann und wie, ne? Das wird einfach nur ewig dauern. Gut. 32 Heizregröße. Das ist nur ein Zehntel der Speicherkapazität, würde ich nur mal sagen, ne? Aber wir brauchen es dann, damit wir erstens hier schon die Ressourcen einsammeln können. Und damit ich dann Pattern zusammenbringe, kann man Patterns schon craften. Noch nicht. Dann lernen wir die noch schnell dem alten System und da muss ich wirklich aufhören. Ja, dann kann man dadurch auch mal einen Stick machen. Quartz. Kann man ruhig mal einen Sack machen, ne? Allein das andere Outcrafting muss jetzt Strom kosten, das ist kriminell. Also wirklich verdammt fehl. Und hier fliegen die Items ab, so wie sich das gehört. So freut mich das. Da kommt das Rätseln hier angeschossen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich frage mich gerade, ob die Kiste ausreichen wird. Na, wird sich schon ausgehen. Das Rätseln müsste alles da sein, ne? Ups. Ja. Und wie gesagt, das ist nur ein Zehntel von dem, was wir speichern wollen. Ne? Gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FTBs Infinity Orb Skyblock. Wie ihr seht, lade ich wieder das Terrain. Wer stellt sich das vor? Hätte das gedacht? Ja. 3, 2, 1, da sind wir dann. So in der Richtung. Kann sich nur beim Stunden handeln. Man stelle sich vor, das Crafting ist fertig geworden letztens. Hat nicht so lange gedauert, wie ich mir das gedacht habe, muss ich zugeben. Ah, es ruckelt noch ein wenig. Es wird noch geladen, wie man sieht. So. Ich habe aber die 32, die 64er hier weggeräumt, die 32, ne? Denn bevor es soweit ist, möchte ich noch ein paar andere Dinge hier machen. Und zwar nämlich das Autocrafting von dem Zeug, beziehungsweise das richtige Exportieren hier. Wie man sieht, hier sind wir schon vor. Das funktioniert also soweit schon mal ganz gut, das hier.
Importbusse werden dann auch funktionieren. Wie gesagt, da geht es weiter mit Exportbussen. Wir müssen nur jetzt eben das Crafting-Zeug lernen, aber erstmal hauen wir uns ins Bett, wenn man es lässt. Du nicht. Hier oben ja unsere Applied Energistics-Anlage mit dem Crafting-Zeug und so weiter. Und jetzt ist die Frage, habe ich irgendwo noch das ganze Dust-Zeug herumliegen? Die Dusts hätten wir da. Die Ore Gravels brauchten wir aber auch. Und die Ore Sands, ne? Oder? Ja. Such mal nach Ore Gravel. Mit dem müssen wir das Autocrafting teachen können. So die Theorie. Uran auf jeden Fall. Haben wir Uran? Nee, Lorem, das ist gleich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Uranium Ore Gravel. Mithril haben wir nicht. Ja, Yellorium Ore Gravel. Draconium haben wir derzeit auch noch nicht. Kobalt nicht. Aluminium sollten wir haben. Aha. Ah, stimmt, wir haben hier. Ja, wir sind hier bei Applied und nicht bei Dings, bei Refined Storage. Das heißt, wir brauchen die Zeug. Das Zeug. Im System. Gut, dann gib mir 64k Dinger. Dann hauen wir die dann doch mal schon rein. Naja, das war sie schon. Das 32 sein kommt. Überall mal eins rein, ne? Wenn der Regen nicht wäre, wäre es ein wenig angenehmer, nehme ich an für euch. Aber gut. Man kann sich nicht alles wünschen. Ich habe auch heute wieder nicht ewig viel Zeit. Ich muss immer ein wenig die Uhr im Auge behalten. Ne? Denn erstens ist es sau spät und ich muss mal arbeiten. Ja, sau spät. Später als sonst. Und zweitens habe ich noch eine Telefonkonferenz zu machen. Nein, Zeitverschiebung ist kein Hund, aber mein Kollege hat nicht früher Zeit mehr. So. Ja, gut. Das muss ein anderes sein. Kann das sein? Input Components. Aha, sind da verschiedene IDs. Das war jetzt. Lass mal das, ja. Gehen wir da rein, ach, wie es hier drin ist. Aluminium Ore Gravel. Kupfer. Gold, Eisen, LED, sind wahrscheinlich besser dran, wenn wir es so machen. LED, Nickel, ja. Platin. Platin, Silber, Hopsa. Sinn. Ja, das ist genau mehr als eins. Und Yellorium. Na toll.
Gut, haben wir das Ganze erstmal hier rein. Dann haben wir hier schon Dusts. Crushed. Horsets, genau. Aluminium, Kupfer, Gold, Eisen, Lead, Nickel, Platin. Das sind leider alles unterschiedliche IDs. Silber. Zinn. Yellorium. Also ran lasse ich absichtlich außen vor. Und der legt die absichtlich in eine eigene Reihe, damit wir das besser hier sehen. Zumindest derzeit noch. So, Crushed, und da müsste es aber noch eine Version geben, oder? Powdered. Gunpowder, Aluminium wieder. Nummer 1. Kupfer. 2. Gold, und das ist dann das, was wir schmelzen, ne? Eisen, Lead, Nickel, Platin, ne? Ja. Silber. Zinn. Und Yellorium. Dass es genau 10 sein müssen, ärgere mich ein wenig. Wie schaut es denn hier jetzt aus? Mit dem Importieren und so. Gehört sich leicht aus, als aussieht. Sehr schön. Dann brauchen wir 3 Capacity Cards, die wir nicht craften können. Und 3 Crafting Cards, die wir auch nicht craften können. Dann lernen wir dem Guten das, kein Problem. Hoppla. Jo. Crafting Card und Capacity Card, oder wie die heißt? Weißt du nicht so? Dann heißt sie anders, muss man sagen. Nur heißt Cap. Ja, gut. Sehr schön.